Ihnen der Name Apple? iPhone, iPad, MacBook, iMac. Den iPod, das iPad. Eine Woche ohne Apple, wie wäre das? In unserer Familie ein Vollalbtraum. Apple infiziert. Und dann die Jugendlichen weh, die da, oh, da stehen sie vor dem Laden. Viele ein Statussymbol. Apple ist einfach. Man merkt wirklich an kleinen Kindern, wie intuitiv diese Geräte sind. Aber so richtig zurecht kommen sie ja noch nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Apple ist seinen Preis wert. Ein Gerät, das uns Außerirdische über ein Wurmloch zugeschickt haben. So perfekt ist das. Apple ist fair. Du weißt einfach, die fahren Milliarden Gewinne und könnten sich auch, was weiß ich, andere Betriebe leisten. Der Apple-Check. Internationale Designschule Köln. Ich hatte früher einen Windows-Rechner und da musste man natürlich das ganze Innere auch verstehen, um den manchmal bedienen zu können. Das muss man bei Apple nicht mehr. Ich wollte unbedingt einen Mac haben. Warum denn? Weil das war ganz schick. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie abhängig sind Sie von Apple? Sagen wir mal 8. Also hoch. Schon ziemlich hoch, ja. Simone Fahrenhorst, Designstudentin im dritten Semester. Dass es irgendwie klappt und das ist was super Positives. Also es ist einfach immer so, Apple ist für mich aber einfach nur positiv, also Glücksgefühle eigentlich. Wie kommt das? Ich kann das gar nicht rational erklären. Das ist vielleicht auch gerade das, warum Apple-User so gefangen sind von dem Ganzen. Ich kann rational nicht erklären, warum, aber ich finde es einfach, es sieht super schön aus, es ist super ästhetisch. Wenn ich nach Hause komme und mein MacBook liegt auf meinem Schreibtisch, das ist doch einfach schön. Tim Gohle, freier Mediengestalter. Was hast du denn alles von Apple? Von Apple? Von Apple habe ich nichts. Warum denn nicht? Ja, Apple ist für mich, hat für mich was von Diktatur. Diktatur in dem, was ich kombinieren kann, von der Hardware her, als auch von der Software. Apple, Schlagwort würde ich sagen, ist auch zu teuer. Und bedeutet für mich auch irgendwie Gleichschaltung. Also alle sind gleichgeschaltet. Da ist überhaupt nichts mehr Individuelles. Ich muss mich da jetzt nicht einreihen in die große Schlange der iPod-Zombies oder iPhone-Zombies. Dieter Gripp, Rentner. So. Wenn ich Comedy höre, dann fange ich mit mal an zu lachen, nicht? Und die Leute, die gucken dann. Und warum den iPod von Apple? Ja, den hat mein Manager mir empfohlen. Das ist mein Enkel Tom. Tom, ich habe mich beklagt, ich sage, MP3-Player, das klappt nicht. Er sagt, du musst dir mal was Vernünftiges holen. Nicht? Und dann hat er gesagt, ja, ich sage, was soll ich denn holen? Ja, hol dir ein iPod Touch. Ich meine, das hat so viele Möglichkeiten. Ich kann im Internet das Wetter sehen, die Börse und alles. Ich meine, das ist enorm. Nicht? Das bietet kein anderes Gerät. Trotz eines Dämpfers zuletzt, Apple zählt an der Börse zu den wertvollsten Unternehmen. Ungefähr so viel wert wie die Top 5 aus Deutschland zusammen. Hamburg, September 2012, 5 Uhr morgens.
Viele stehen schon seit gestern Abend für das neue iPhone an. Das sind ja fast 12 Stunden. Ja. Das schaffen wir locker. Wir sind gar nicht schlafen gegangen. Ja, am Apple halt, ne? Man ist da ja so ein kleiner Jünger. Kleine Religion. Warum macht man sowas? Wenn man kein iPhone hat, hat man kein iPhone. Was sagen denn so Ihre Freunde, Verwandte, Kinder? Die sagen, mir brennt der Helm. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Es ist eigentlich nur ein Produkt, ja. Deswegen, ich kann es nicht verstehen. Sie würden sich nicht hier hinstellen? Niemals, nee. Ja, einfach unglaublich. Es ist ein super Gefühl, jetzt hier rausgekommen zu sein nach der langen, harten Nacht. So, das ist das gute Stück. Schön elegant. Was will man mehr? Erster Check. Wie infiziert Apple? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Großer Moment auch bei Studentin Simone. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier drinnen aussieht. Ja, so muss das. Man sieht ja schon, wie das präsentiert wird, wie das so... Wie auf so einem Altar fast. Sieht doch einfach schön aus. Es lebt jetzt irgendwie das erste Mal so richtig. Ich finde schon, dass sich das gut anfühlt. Ich nehme das bestimmt nachher mit ins Bett und hab's bei mir. Kann man die Faszination für ein Gerät wissenschaftlich erklären? Der Berliner Neurowissenschaftler Jürgen Gallinat macht in unserem Auftrag ein Experiment. Was passiert in unseren Köpfen? Gallinat will dem Phänomen Apple auf die Spur kommen, mit Hilfe dieses Magnetresonanztomographens, kurz MRT. Mit dieser Messung können wir zeigen, wo im Gehirn Aktivität entsteht. Das heißt, zeigen wir ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Stimulation, dann sehen wir, ob zum Beispiel ein Emotionsnetzwerk anspringt, ob so etwas wie Begehrlichkeit aktiviert wird, ob so etwas wie Emotion an sich vorhanden ist. 25 Testpersonen sehen Samsung- und Apple-Produkte. Die Probanden sind zum Teil Apple, zum Teil Samsung-Fans. Die spannende Frage, reagiert das Gehirn auf die Geräte womöglich unterschiedlich? Elisabeth hat ein paar Apple-Produkte zu Hause. Auf sie wartet eine Stunde im MRT. Der Kudamm in Berlin. Ein schwarzer Kasten. Eine Baustelle. Eine Frage. Was könnte das denn für ein Laden werden? Ein Erotikcenter. Ein Autosalon. Ein Hotel. Was wird denn hier gebaut? Ja, nichts. Keine Ahnung. Ich liefer nur. Nee, weiß ich nicht. Sie wissen es nicht? Nein, weiß ich. Aber Sie grinsen dabei? Ja, darf ich nicht. Sie dürfen nicht sagen? Nee, darf ich nicht. Dann bleibt es ein großes Geheimnis. Wir vermuten, dass es ein Apple Store wird. Wie kommen Sie denn darauf? Ist wohl das Gerücht. Man weiß es aber nicht. Carsten Kilian, Markenstratege. Menschen sind neugierig und Apple schafft es, immer wieder die Neugierde zu erwecken, indem Gerüchte kursieren. Und wir Menschen, wir lieben zu spekulieren und Apple nährt diesen Wissensdurst. Und bei Apple gibt es ja sozusagen auch diese Redewendung, Apple kündigt an, wann Apple etwas ankündigt. Ladies and gentlemen, please welcome Steve Jobs. Today Apple is going to reinvent the phone. Und die Medien spielen mit, berichten. Ja, es wird größer, ja, es wird dünner und es kommt. Sounds like it's going to be the iPhone 5. Apple-Fieber in den Medien, für das Apple nichts zahlt. Und im Kino? Das MacBook als Pointe. Als Recherchemittel. Apple wertet Hollywood-Rollen auf, auch die einer Star-Kolumnistin. Die Liste lässt sich fortsetzen.
2011 etwa zeigten 40% der Blockbuster Apple-Produkte. Gavin Pullone, Hollywood-Produzent. Es ist sehr leicht für Apple, ihre Produkte unterzubringen, weil die meisten kreativen Köpfe hinter Film und Fernsehen sowieso Apple-Produkte haben. Wenn sie dann Figuren und Charaktere entwickeln, assoziieren sie diese mit ihren eigenen Vorlieben. Bezahlt Apple dafür? Nein, sie verteilen bloß ihre Produkte. Und es ist leicht für sie, weil die Entscheidungsträger sowieso ihre Produkte haben. An Simonas Kölner Designschule dient Apple auch als Anschauungsobjekt. Nichts ist bei Apple dem Zufall überlassen. Also es gibt nicht irgendwie ein Produkt, egal ob es einen kleinen Apple TV, ob es ein Stecker, ob es eine Verbindung, ein Kabel, alle zusammen ergeben immer eine Linie der Gestaltung. Sie können sie nebeneinander legen und merken sofort, es kommt von Apple. Die Radien haben Vorfahrt aus einer scharfen Kante. Wenn Sie dieses Prinzip der Selbstähnlichkeit durchführen, kriegen Sie eigentlich eine Produktlinie. Und sie es aufmachen, dann merken sie schon mal, aha, es lebt. So. Und da unten leuchtet so ein leichtes Lämpchen, aha, ich bin im Zustand. Die Tastatur ist einfach auch hinterleuchtet und alles sagt mir, hey, ich kann jetzt anfangen irgendwie. Und jetzt gehe ich eigentlich in eine Verbindung mit dem Produkt ein. Zurück in Berlin im MRT-Zentrum. Wie war das jetzt für Sie? Ganz gut. Das hat Spaß gemacht. Was glauben Sie denn, was in Ihrem Gehirn jetzt passiert ist, als Sie die Apple-Produkte gesehen haben? Auf jeden Fall ein positives Gefühl, ja. Dieses positive Gefühl, was steckt genau dahinter? Und gibt es einen Unterschied bei Apple- und Samsung-Produkten? Hier sind jetzt 25 Probanden ausgewertet worden und die Ergebnisse, die wir hier sehen, gelten sozusagen als eine Art Mittelwert für die gesamte Gruppe. Das Ergebnis für die Samsung-Produkte? Bei deren Betrachtung wird ein Bereich in der vorderen Hirnregion aktiv, der sogenannte präfrontale Kortex. Der präfrontale Kortex ist ein wichtiges Hirnareal, was mit Entscheidungsfindung, Abwägung, planerischem Handeln, Nachdenken etc. verknüpft ist. Also mehr die Vernunft. Und bei Apple? Während Samsung die blau markierte Hirnregion anspricht, aktiviert Apple, hier rot, einen Hirnbereich, der mit dem Mögen von Personen verbunden ist. Was heißt das jetzt für beide Marken? Eine Interpretation könnte sein, dass Samsung sozusagen eher ein Produkt ist, was mit dem Kopf zu tun hat, während Apple eher ein Produkt ist, was mit dem Bauch oder dem Bauchgefühl zu tun hat. Und Apple bietet eine weitere Überraschung. Aber es gibt noch einen weiteren sehr interessanten Befund. Und zwar aktivieren hier zwei Hirnregionen im Temporallappen. Das ist eine sehr, sehr spezialisierte Hirnregion. Das heißt, diesen Bereich des Gehirns aktivieren wir dann, wenn wir ein Gesicht sehen, wenn wir emotionale Gesichter sehen, wenn wir emotionale Gesichter bewerten. Das ist außergewöhnlich, weil Apple hat kein Gesicht. Apple ist ein technisches Produkt. Vielleicht kann man da eine Analogie oder eine Parallele dazu ziehen, dass manche vielleicht sagen, der Apple, das iPhone, das ist mein Baby. Demnach hat es Apple geschafft, ein Gerät zu vermenschlichen. Unser erstes Checkurteil. Apple infiziert stark. Volle Punktzahl. In dieser Bar kommt es gleich zum Härtetest. Mit Apple-Kritiker Tim und Apple-Fan Simone. Die Fronten sind immer noch klar. Alles mit einem angefressenen Apfel kommt nicht so aus. Von uns ein iPhone und ein Samsung für einen Versuch. In unserem Auftrag noch ein paar Fotos machen, denn gleich könnte alles vorbei sein. Wir simulieren einen kleinen Unfall, samstagabends in der Kneipe.
Ein umgekipptes Bierglas, bei uns mal etwas anders. Ich habe mal eins richtig versenkt hier. Ich bin mal mit einem Handy in der Hosentasche in den Teich gefallen. Ja, und? Ja, ich habe den Akku rausgenommen, das Ding auf die Heizung gelegt und am nächsten Morgen angemacht und es hat einwandfrei funktioniert. Okay. Darf ich deins haben? Ich würde es gerne reinfallen lassen. Stirb, Samsung. Mal sehen, wer hier überlebt. Eins, Achtung, fertig, los, rein. Währenddessen freundet sich Dieter Gripp mit seinem neuen iPad an. Und der hat natürlich auch Kamera und alles und Kontakte, was habe ich da dann? Das ist, also, das weiß ich nicht. Zeitungen hat er, die kann man, glaube ich, abrufen irgendwie. Aber so richtig zurecht kommen sie ja noch nicht mit, nein, oder? Nein, überhaupt nicht. Zweiter Check. Wie einfach ist Apple wirklich? Drei aktuelle Tablets an der RWTH Aachen im Institut Mensch-Maschine-Interaktion. Kleine Computer, angeblich einfacher zu bedienen. Die Frage für das Team um Professor Jan Borchers: Welches ist am besten für jemanden, der sich kaum mit Technik auskennt? Die Messlatte. Ein intuitiv benutzbares Gerät, das nehme ich in die Hand. Und die Menge an neuen Sachen, die ich lernen muss, um es kompetent zu bedienen, ist ziemlich klein. Im Test das iPad 4, das Surface von Windows und als erstes das Samsung Galaxy. Ein wichtiger Kritikpunkt bei Samsung: zu viele Symbole auf einmal verwirren. Außerdem bedeuten mehrere Symbole das Gleiche. Samsung ist so ein bisschen Flickenteppich. Man muss einmal Sachen für Samsung eingeben und dann nochmal für Google. Und das zieht sich durch das ganze System, das verwirrt den Anwender so ein bisschen, weil man immer das Gefühl hat, man hätte es mit zwei verschiedenen Systemen zu tun, die eigentlich dasselbe können. Und hier steht hier zum Entsperren über den Bildschirm streichen. Für mich präsentiert es sich eher wie so ein kleines Spiel, was ich gerade spiele. Also könnte ich das ein bisschen rumrühren und im Fischteich suchen. Aber dass das Gerät sich irgendwann mal entsperrt, das hat sich nicht getan. Erst nach vielem Probieren klappt's. Jetzt das Surface von Windows. Was auffällt, dieselbe Farbe für E-Mails und Fotos. Insgesamt eine verwirrende Farbgestaltung. Sehr elegant, sehr stilistisch, sehr cool designt, aber von der Unterscheidbarkeit und der Wiedererkennbarkeit her nicht so gut. So, wenn der Benutzer jetzt das Gerät ganz normal anschalten will, dann kommt er wie bei allen Geräten ja auf so einen Sperrbildschirm. Aber hier weiß man überhaupt nicht, wie man ihn entsperren soll, weil es steht nichts da, was ich tun soll. Es ist keine Animation da, die eine Richtung suggeriert. Wenn ich irgendwann auf die Idee komme, auf den Bildschirm zu tippen, selbst dann passiert nichts, außer dass das Bild ein bisschen hin und her wackelt. Und unerfahrene Benutzer, mit denen wir das probiert haben, sind ja auch gar nicht drauf gekommen, wie man das Bild eigentlich entsperrt jetzt. Ne? Irgendwann kommt man auf die Idee, vielleicht hochzuwischen und dann ist man dran. Und jetzt zum iPad. Wir kriegen hier wieder den Entsperrbildschirm, mache etwas und wenn ich da angekommen bin, dann habe ich es entriegelt. Beim Tablet, wenn ich da ein kleines Ziel treffen muss auf dem Bildschirm, dann ist das vielleicht nicht so einfach. Und da hilft zum Beispiel die Tatsache, dass auf dem iPad die Ziele, die man antippen muss, meistens recht groß sind. Ein weiterer Vorteil: weniger Symbole. Es ist übersichtlicher. Ein Nachteil: Internet heißt hier Safari. Für jemanden, der das nicht kennt, schwer zu erraten. Angenommen, wir wollen ein Foto machen, dann würde man auch hier wieder nach der Kamera suchen. Die ist natürlich jetzt hier gleich auf dem Homescreen zu sehen. Unserem wunderhübschen Studenten hier. Tippen wir auf das Bild. Das Fazit. Also das iPad ist einfacher als das, was es sonst am Markt gibt. Und das gilt unabhängig von der Altersgruppe. Und Dieter Gripp hat trotzdem ein kleines Problem mit seinen 140 Fotos aus dem letzten Urlaub.
Das weiß ich aber auch nicht, wie das geht. Nicht? Das ist also alles sehr schwierig. Ich will zum Apple Store gehen, weil ich möchte, wie ich die Bilder von diesem iPad auf das iPod übertragen kann. Er hat auch noch ein paar andere Fragen, also geht er zum Apple Store. Allerdings ohne Termin. Wir begleiten ihn, sagen aber nicht, dass wir vom Fernsehen sind. Viele Fragen werden beantwortet, aber... Übertragung? Ja. Vom iPad aufs iPod. Ja. Wie war da die Beratung? Es war an für sich gut, nicht? Also bis auf den Punkt, dass mir gesagt wurde, das Gerät ist veraltet. Damit habe ich keinen Zugriff auf die iCloud. Und da muss man sich da was anderes einfallen lassen. Ich will nicht wieder Neues kaufen, schon wieder. Verständlich. Jetzt lassen wir uns mal was einfallen. Für Dieter Gripp. Haben Sie alles dabei? Ja, ich habe alles dann dabei. Kommen Sie mit. Dankeschön. Hallo, Herr Gripp, Sürke ist mein Name, Max Sürke. Tag. Setzen Sie sich mal bitte. Hier wollen Sie die Fotos drauf haben? Ja. Vom iPad? Ja. Auf den iPod? Ja, richtig. Und Sie wollen sich verständlicherweise kein neues Gerät kaufen, nein, weil das ja noch funktioniert. Ja. Was wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird, ist das drahtlose Übertragen mit der iCloud. Das hatte der Apple-Berater auch gesagt. Trotzdem, Herr Sülke weiß eine Lösung. Man muss einfach nur ein Kabel nehmen. Wir stöpseln das iPad mal an. Und wir können uns jetzt die Bilder angucken. Und jetzt importiert er die. So, jetzt habe ich die Bilder auf dem Computer. Ja. Richtig? Richtig. Jetzt kann ich das anstöpseln. Richtig. Wenn ich jetzt sage synchronisieren, dann bedeutet das... Die von den 140 Fotos, die nicht auf diesem Gerät drauf sind, werden jetzt drauf gespielt. Ja, das haben die alles nicht erzählt da nicht. Ich habe auch den Eindruck, die haben nicht so viel Ahnung bei Apple. Naja, seine Vermutung nach einer Beratung. Jetzt klappt's. Also, es ist wie ein Wunder. Man muss die richtigen Leute kennen. Hier, das sind, wie heißen die noch? Rochen. Ach, die können sie streicheln, ne? Verrückt. Dieter Gripp und sein iPad. Von wegen intuitiv. Aber gegenüber der Konkurrenz schneidet es am besten ab. Unser zweites Checkurteil. Apple ist ziemlich einfach. Achtung! Zurück zum Tatort, der Anschlag auf die Handys. 2, 3 und raus. Oh mein fucking God. Ah, es ist doch an, ich glaub's ja nicht. Es ist doch an, mach's aus, mach's schnell aus, das ist besser. Ach, Papa, der Papp, ich nehme jetzt gleich das Akku raus, gut ist. Okay, warte, ich mach mal die Sim-Karte drauf. Das war's. Fertig. Trocknen. Simone, was hast du gemacht mit deiner Haarklammer? Ja, ich habe die Sim-Karte rausgeholt, aber ich glaube, das ist auch alles, was ich hier rausholen kann. Ich komme ja an den Akku nicht dran. Gebt ihr mir eure Handys, die Einzelteile? Dritter Check. Ist Apple seinen Preis wert? Montagmorgen, 36 Stunden später. Ein Fall für Thomas Fritsch. Guten Tag. Hallo. Ich habe das Samsung-Telefon mitgebracht und ein iPhone. Beim Samsung ist der Akku rausgenommen worden, was so schon mal sehr richtig ist. Und bei dem iPhone ist der Akku fest verbaut. Den kriegt man so nicht raus. Um da halt da dran zu kommen, muss man es halt wirklich aushöhlen, ne? Wie so eine kleine Schildkröte. Zuerst das iPhone. Seine fachmännische Einschätzung? Ja, hier kann man schon die Flüssigkeit noch sehen, die hier auf dem Gerät sich noch befindet oder im Gerät. Und die beiden Flüssigkeitsindikatoren haben angeschlagen, die sind normalerweise weiß. Und hier sind sie jetzt rot. Das heißt, wenn es in die Gewährleistung beim Hersteller eingeht, machen die das auf, sehen Flüssigkeit und dann war es das mit der Garantie. Der Akku ist ordentlich festgeklebt, also den kriegt man so einfach nicht raus. Mhm. Könnte Apple das auch so lösen wie andere Hersteller? Natürlich. Das könnte Apple durchaus, dass man halt einfach einen Akku wechseln kann,
Das ist aber bei dem iPhone nicht vorgesehen, das ist beim iPad nicht vorgesehen, das ist beim iPod erst gar nicht vorgesehen und bei den meisten MacBooks auch nicht. Dadurch, dass der Akku aber so verbaut ist, muss entweder das Gerät neu angeschafft werden oder es muss eine Dienstleistung noch in Anspruch genommen und bezahlt werden, um den Akku dann überhaupt zu wechseln, wenn man es nicht selber kann. Das heißt, dieses Argument, das hat was mit dem Design zu tun, mit einem besonderen Design. Der ja, es sieht schön aus, aber das ist halt auch natürlich designt nicht nur in Anführungsstrichen im Sinne des Kunden, damit es schön für den Kunden ist, sondern auch schön erträglich für den Hersteller. So die Vermutung von Thomas Fritsch. Apple aber pocht darauf, das habe mit einem besonderen Produktdesign zu tun. Außerdem solle so verhindert werden, dass die Akkus im Hausmüll landen. Mal sehen, ob die Handys noch zu retten sind nach gründlicher Trocknung. Und ganz voll ist er nicht. Nochmal vollladen. Und? iPhone? Es geht erstmal an. Wir sind im System drin. Selbst die Fotos kann man wieder anschauen. Und telefonieren? Geht nicht. Also telefonieren wird erstmal mit diesem Gerät so nicht möglich sein. Mhm. Fehlanzeige. Ob die Kamera geht. Tja. Jetzt hat sich's ausgeschaltet. Und das macht es immer wieder. Es ist halt ein bisschen buggy. Da ist halt der Wurm drin. Probieren wir nochmal Samsung. Auch hier, System läuft. Fotos da. Und telefonieren? Anruf wird aufgebaut. Ja, mein Telefon klingelt. Ja. Okay, Test bestanden. Okay. Minuspunkt für Apple. Stiftung Warentest. Michael Wolf ist dort Redakteur für Multimedia-Tests. Davon gab es in den letzten Jahren eine Menge. Wie hat Apple dabei abgeschnitten? Zum Beispiel beim iPhone 5. Das iPhone ist eines der besten Smartphones, was wir überhaupt hier geprüft haben. Zu den großen Stärken des iPhone gehört auf jeden Fall auch die Kamera. Die macht also für ein Handy wirklich außergewöhnlich gute Fotos. Also die eine Schwäche, die das iPhone 5 mehr oder minder den Testsieg kostet, ist der Akku. Der ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber er ist bei weitem nicht so gut wie bei vielen anderen aktuellen Smartphones. Deshalb im Testheft von Januar das iPhone 5, drittbestes Smartphone. Jetzt die Tablets. Zu den Stärken des großen iPad zählt auf jeden Fall der schnelle Prozessor. Die Rechenleistung reicht also auch für 3D-Spiele spielen. Das ist ziemlich schnell, das Gerät. Das Display ist auch wirklich gut, wenn auch nicht das allerbeste im Test. Das iPad 4 teilt sich den ersten Platz mit dem Samsung Galaxy Note. Und bei den leichten Notebooks teilt sich Apple den ersten Platz mit Asus. Apple. Gute Qualität, aber... Es zeigt sich eigentlich auch, wenn man dann den Preis sich auch noch anguckt, dass sie oft gemessen an der rein technischen Leistung vergleichsweise teuer sind und dass es häufig günstigere Konkurrenzprodukte gibt, die das Gleiche oder zumindest annähernd das Gleiche leisten. Das kostet das billigste iPhone 5 bei Apple. Brutto. Aber was sind die Materialkosten der einzelnen Bauteile? Dann ratet doch mal, was ist das Touchscreen und Display wert? 40 Euro? Also wir haben uns für 40 Euro entschieden. Nicht so viel. Oder 100? Ach so, ja, die dicken. Oder gar 150? Die Kamera, was kostet die Kamera in einem iPhone? 60 oder doch 85? Wir lösen auf. Etwa der Touchscreen. Viel billiger als geraten.
Laut unabhängigen Schätzungen kosten im iPhone 5 Display und Touchscreen 34 Euro, die Kamera 14 Euro. Der Prozessor ist 13,50 Euro wert, der 16 GB Speicherchip 8 Euro und der Akku 3,50 Euro. Nur ein paar Beispiele. Materialkosten insgesamt 152 Euro. Bei einem Preis von 679 Euro, wenngleich inklusive Mehrwertsteuer. Da macht ja die Firma nur Gewinn. Wir wissen mal, wie Apple zu seinen Jahresumsatzzahlen kommt. Ja. Apple, gute Leistung. Aber der Akku, ein Ärgernis. Und die Gewinnspanne, für den Kunden kaum nachvollziehbar. Unser drittes Checkurteil. Apple ist seinen Preis kaum wert. Jetzt wollen wir wissen, wie hoch sind die Arbeitskosten bei der Herstellung von einem iPhone 5? Die armen Foxconn-Mitarbeiter, die verdienen nicht viel. Nee, die kriegen nicht mehr als 5, 6 Euro. Insgesamt an Arbeitskosten? Sie glauben mehr? Ja, ist erschreckend, wenn es so wäre. Letzter Check. Wie fair ist Apple? Wir sind in Shenzhen, in China. Hier produziert der größte Elektronikhersteller der Welt. Foxconn. Es ist Apples größter Zulieferer. In den letzten Jahren gab es immer wieder Skandale, Schlägereien, Proteste. Und Arbeiter, die sich aus Verzweiflung über die Arbeits- und Lebensbedingungen aus den Fenstern ihrer Massenwohnheime gestürzt haben. Wir sind mit einer Frau verabredet, die einiges davon mitbekommen hatte. Wir sollen sie Anna nennen. Sie hat 2011 ein paar Wochen bei Foxconn gearbeitet. Hier in diesem Wohnblock habe ich gewohnt, als ich in der Fabrik gearbeitet habe. Ich war in der 11. Etage mit 8 Mädchen auf einem Zimmer. Und das ist ein Foxconn-Wohnheim. Und hier ist Tian Yu heruntergesprungen, um sich umzubringen. Als sie in den Tod stürzte, war sie erst 17 Jahre alt. Da kann man vor jedem Fenster die Gitternetze sehen. Die sind dazu da, die Arbeiter davon abzuhalten, sich hinunterzustürzen und sich umzubringen. Deshalb hat man die Netze hier angebracht. Der Wachmann verscheucht uns. Wir wollen versuchen, mit den Arbeitern zu sprechen, die heute noch bei Foxconn sind. Ihr Mindestlohn sei anfangs 215 Euro pro Monat, erfahren wir. 35 Euro mehr, als das Gesetz vorschreibt. Viele erzählen uns, dass das trotzdem nicht reicht. Nach den Skandalen hat Foxconn auch auf Anweisung von Apple die Arbeitszeit gekürzt auf 60 Stunden pro Woche. Das ist übrigens immer noch mehr, als das Gesetz erlaubt. Und weil die Bezahlung so niedrig sei, fehle ihnen jetzt das Geld, erzählen uns einige Arbeiter. Die Menschenrechtsorganisation SACEM bestätigt das. Apple hat angekündigt, weniger Überstunden machen zu lassen. Aber damit schadet Apple den Arbeitern in Wirklichkeit. Das funktioniert nur, wenn gleichzeitig das Grundgehalt erhöht wird. Deshalb finden wir nicht, dass diese Ankündigung eine wirkliche Veränderung darstellt. Wir vermuten, diese Taktik ist nur Augenwischerei von Apple. We suspect that this is kind of window dressing tactics of Apple. Apple erklärt, bis Juli wolle Foxconn die Überstunden sogar weiter runterfahren auf ein gesetzlich erlaubtes Maß. Um die Einkommensverluste auszugleichen, wolle Foxconn ein Kompensationspaket entwickeln. Genauer wird Apple beim Thema Lohn nicht. Und was ist mit den anderen Hunderten von Zulieferern, über die noch nicht so oft berichtet wurde? Auf nach Shanghai. Um die Großstadt herum sitzen gleich mehrere Apple-Zulieferer. Schichtwechsel morgens um 7 bei der Firma Retang.
Wie lange habt ihr jetzt in der Nachtschicht gearbeitet? 12 Stunden. 11 Stunden. Wie lange hast du gearbeitet? 12 Stunden. Bist du müde? Wir sind gewarnt worden, nicht in aller Öffentlichkeit zu viel mit den Arbeitern zu reden. Alles wird überwacht. Aber ein Arbeiter erklärt sich bereit, uns in einem abgelegenen Hotel mehr zu erzählen. Am Anfang ist er nervös. Erst als wir ihm versichern, sein Gesicht nicht zu zeigen, beginnt er zu reden. Zurzeit arbeite er nur 8 Stunden. Das sei auch die offizielle Arbeitszeit. Vorletzten Monat sah das anders aus, erzählt er uns. Ich habe jeden Tag 12 Stunden gearbeitet. Kein einziger Tag war 8 Stunden. Es waren immer 12 Stunden. Es gab keinen freien Tag. Ich arbeite im Stehen, den ganzen Tag oder die ganze Nacht lang. Ich habe das Gefühl, dass meine Beine das gar nicht ertragen können. Aber er brauchte das Geld, denn für 8 Stunden pro Tag bekäme er umgerechnet nur 177 Euro im Monat. Der Grundlohn sind 1450 Yuan für 8 Stunden Arbeit. Reicht das aus? Das reicht natürlich nicht aus. Wir wollen mehr über die Arbeitsbedingungen bei Retang erfahren und wenden einen Kniff an. Wir haben uns Visitenkarten drucken lassen, wollen uns als deutsches Elektronik-Startup-Unternehmen ausgeben. Aber bei Retang, man lässt uns nicht hinein. Wir versuchen es bei einer anderen Firma, die an Apple liefert. Auch hier, heißt es, müssten die Arbeiter sehr viele Überstunden fahren. Unser Trick funktioniert. Man hat Interesse an Geschäften mit uns und zeigt uns kurzerhand die Firma. Arbeiterinnen, die im Stehen arbeiten. Wir erfahren nicht, wie lange an einem Stück. Der Stundenlohn, heißt es, beträgt rund 1 Euro. Überstunden werden etwas besser bezahlt. Die Arbeitsplätze, die man uns zeigt, sind spartanisch ausgestattet, ansonsten scheinbar ordentlich. Wir fahren weiter. Zu einer Firma, deren Fotos bei Apple den aktuellen Fortschrittsbericht zieren. QSMC. Wir warten vor dem Tor, bis die Arbeiter von QSMC abends aus der Schicht kommen. Bevor sie sich in den Wohnheimen schlafen legen, essen sie auf den kleinen Märkten um die Fabrik herum. Was habt ihr für die Orangen bezahlt? Umgerechnet 60 Cent. Rund 80 Euro geben sie jeden Monat zum Essen aus, erzählen uns einige. Das ist beinahe die Hälfte von dem Grundlohn. Eine eigene Wohnung für etwa 50 Euro ist für fast alle unerschwinglich. Sie leben deshalb in Wohnheimen. Wir sprechen eine 19-Jährige an, die bei QSMC arbeitet. Auch sie erklärt sich bereit, mit uns in einem abgelegenen Hotel zu reden. Wie lange arbeitest du jeden Tag? Zurzeit arbeite ich jeden Tag von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends mit der Zeit zum Essen zwischendrin, also 12 Stunden. Nach der Arbeit fühle ich eigentlich nichts mehr und möchte nur noch schlafen. Wo wohnst du? Im Wohnheim meiner Firma. In unserem Raum sind wir zu 14. Nebenan ist ein Wasserhahn. Da tropft immer das Wasser. Es gibt keine Fenster. Es ist bedrückend. Und es ist schwierig, Wäsche aufzuhängen und zu trocknen. Es ist sehr eng. Die Bewohner dürfen niemanden mit ins Wohnheim hineinbringen, noch nicht mal enge Freunde. Deshalb schmuggelt die junge Frau eine kleine Kamera mit hinein. Sie will uns unbedingt die Wohnverhältnisse zeigen. Der Waschraum. Und der Schlafraum.
ohne Fenster. In manchen Betten schlafen schon die Frauen aus der Tagschicht. Wir fahren ein letztes Mal los, wollen von Fabrikbesitzern wissen, warum sie so schlecht zahlen. Um die Firma nicht in Bedrängnis zu bringen, nennen wir ihren Namen nicht. Apple macht zu viel Geld. Wir verdienen bloß 5 oder 3%. Apple macht 30%. Das ist nicht fair. Würden Sie den Arbeitern gerne mehr zahlen? Ja, wenn wir es könnten. Es ist unsere soziale Verantwortung. Aber wir sind abhängig von den Kosten und dem Preis. Wenn wir unseren Preis nicht draufsetzen können, können wir den Arbeitern nicht mehr zahlen. Apple will zu diesem Vorwurf keine Auskunft geben. Zum Abschluss zeigen wir der jungen Frau von QSMC, dem Apple-Zulieferer, unsere Bilder aus der Kölner Designschule. Ich denke, einen eigenen Apple zu haben, ist für mich unerreichbar. Hier zu arbeiten macht mich so erschöpft. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Apple-Handys werden so teuer verkauft, aber wir sind von der Arbeit so erschöpft. Ich finde, die Leute sollen davon erfahren. Übrigens, die Arbeitskosten bei der Herstellung eines iPhone 5 schätzen einige Experten auf tatsächlich 6 Euro. Apple kann das nicht nachvollziehen, nennt uns aber keine andere Zahl. Unser letztes Checkurteil. Apple ist nicht fair. Apple, eine Kultmarke. Wir haben sie so gesehen. Emotionen. Ausgelöst durch außergewöhnliche Reaktionen im Gehirn. Einfache Handhabung, die noch einfacher sein könnte. Geräte, die ihren Aufpreis kaum wert sind. Und Arbeiter, die mehr verdient hätten.